der Strahlkraft der Liebe grüße ich euch. Ich bin das kosmische Licht Shamuel. Ihr wisst, wie wichtig es für euch ist, in eurem Herzen tief verankert zu sein und den Weg eures Herzens zu gehen. Und so bin ich heute zu euch gekommen, um euch noch tiefer mit euch selbst in eurem Herzen zu verbinden. Ihr wisst, viele Entscheidungen, die ihr trefft, bringen euch auf neue Wege. Und all diese neuen Wege bringen euch neue Erfahrungen. Doch manchmal trefft ihr Entscheidungen, die nicht aus eurem Herzen kommen, die nicht die höchste Intention eures Herzens widerspiegeln. Und dies sind Entscheidungen, die euch auf Wege führen, die euch Leid bringen oder zumindest nicht dorthin, wo ihr eigentlich hin wolltet, wo euer Innerstes, eure Herzkraft, eure Seele euch hinführen möchte. So oft lasst ihr euch leiten von euren Ängsten, von eurem Verstand, der immer euch absichern will. Euer Verstand will euch daran hindern, Risiken einzugehen. Immer wieder hat er Bedenken. Tu dies nicht, tu jenes nicht, es ist nicht sicher. Es ist gefahrvoll. Du wirst verhungern. Du wirst scheitern. Doch euer Herz hat diese Ängste nicht. Euer Herz kennt nur seine Sehnsucht. Die Sehnsucht, sich zu verwirklichen und euch genau dorthin zu führen, wo ihr tief mit euch selbst verbunden seid. Das Ziel eurer Seele hier auf Erden zu verwirklichen. Doch ganz oft glaubt ihr, bestimmte Ziele zu haben. Ihr wollt viel Geld. Ihr wollt ein tolles Auto. Ihr wollt eine wundervolle Beziehung oder ein Haus. Doch dies sind alles Wünsche aus eurem Verstand. Es sind nicht die Wünsche eures Herzens, eurer Seele. Und ihr reibt euch auf und kämpft und fühlt euch unter Druck, weil ihr diese Wünsche erreichen wollt. Und überall um euch herum wird euch gesagt, dies ist erstrebenswert. Dem musst du folgen, diesem Ruf nach Reichtum, diesem Ruf nach Ansehen, diesem Ruf nach Erfolg. Doch was bedeutet tatsächlich Erfolg? Wenn du all dies erreicht hast, wirst du merken, dass es dir nicht das Glück gebracht hat, was du dir ersehnt hast. Und nicht
die Befriedigung, die du gehofft hast zu erlangen. Denn dies ist allein in dir selbst. Dies kannst du nur aus dir selbst heraus erlangen, nicht durch äußere Gewinne, nicht durch äußeres Ansehen und nicht indem du deine Sehnsucht auf einen anderen Menschen projizierst. Denn solange du dies tust, ist dieser Mensch gezwungen, möchte ich fast sagen, dich zu enttäuschen. Nur wenn du dich selbst kennst, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, wenn du keine Angst mehr hast, keinen Mangel in dir trägst, kein Loch, was erfüllt werden muss von einer anderen Person, von Geld und Ansehen. Nur wenn du das in dir selbst erfüllt hast, kommt in dein Leben, was dich wirklich glücklich sein lässt, weil du erfüllt bist, weil du erfüllt bist und aus dieser Erfüllung heraus Liebe geben kannst und nicht immer nur Liebe brauchst von einem anderen, dass er sie dir gibt oder sie dir gibt. Und so, geliebtes Licht, lass uns gemeinsam eine kleine Meditation vollziehen. Und lasse dich sinken mit deinem Gewahrsein immer tiefer in deinen Herzensraum. So wie du es schon öfters getan hast. Und mit jedem Atemzug erlaube, dass dein Bewusstsein, dein Gewahrsein sich löst aus deinem Verstand und sich sinken lässt in deinen Brustkorb, in dein Herz. Lass los, Geliebte, lass los. Gib frei all dein Wollen, all dein Festhalten, all deine Befürchtungen. Lasse dich fallen. Lasse dich sinken in dein Herz und lass dein Gewahrsein durch deine Herzmembran in dein physisches Herz schwingen und lass es Licht werden in deinem Herzen. Und sieh, Geliebte, dein Herz erkennt keine Grenzen. Dein Herz ist ein eigenes Universum. Und in diesem Herzraum nun, der sich dir eröffnet hat, siehst du eine wundervolle Landschaft, einen Strand, und das Meer, so grün und blau, so wundervoll und klarem Wasser. Sanfte Schaumkronen berühren den kristallinen Sand, der so fein ist
und doch funkelt wie Diamanten. Wie ein Diamant, der alle Farben in sich trägt. Als wenn jedes Sandkorn ein eigener Diamant sei, mit verschiedener Schwingung, verschiedenen Farben und verschiedener Frequenz des Lichtes, das er widerspiegelt. Setze dich einen Moment an diesen Strand und lass noch einmal noch tiefer los. Lass deine Finger durch dieses wundervolle Glitzern gleiten und lass dieses Glitzern durch deine Finger rinnen. Lass das Wasser, dieses kristallinklare Wasser, das so rein ist und duftet wie das reinste Meereswasser. Lass es deine Füße umspielen und die glitzernden Kristalle des Sandes bewegen. Hier kannst du aufatmen. Hier kannst du erfahren und fühlen, was Fülle ist. Denn sie ist einfach da. Sie ist überall um dich herum und in dir. Hier in diesem Glitzern, in diesem Duft, in diesem sanften Plätschern. Kannst du all deine Sorgen, all deine Gedanken, alles, womit du dich bisher identifiziert hast, alles, was du glaubst zu sein oder nicht zu sein, einfach loslassen. Du atmest auf. Du fühlst den warmen Glanz der Sonne auf deiner Haut. Und du spürst diese wundervolle Frequenz, die um dich ist, überall, die dich durchströmt, die dich heilt, die du bist, denn es ist dein Herzensraum. Und nun, da du bereit bist, einen Schritt weiter zu gehen, kannst du sehen, wie in der Ferne Kaskaden von Licht herabstürzen wie ein Wasserfall. Und du, neugierig geworden, gehst nun auf dieses Licht zu, denn dieses Licht zieht dich magisch an. Und während du näher kommst, kannst du das Farbspiel erkennen. Aus reinem Gold, blau, rosa und violett, durchdrungen mit kristallinem Weiß. Und all dies ergießt sich in ein Becken. Und du fühlst, dass du einen großen Wunsch in dir trägst, dich von diesem Licht durchspülen zu lassen, es in dir aufzunehmen, mit jeder Faser, mit jeder Pore deines Seins. Und so gleitest du in das Becken und schwimmst durch dieses herrliche Licht,
das aussieht wie farbiges Wasser und doch dich nicht benässt und dich dennoch trägt, obwohl es scheinbar nur Licht ist. Und auf deiner Haut schimmern diese Farben, dieses wundervolle Rosa mit dem Blau, diesem klaren Himmelblau, diesem reinen Gold und Violett. So sanft, so klärend und all dies erfüllt mit dem kristallinweißen Strahl und Licht, der überall durchschimmert. Und du spürst, wie dich dieses Licht, diese Kaskaden von Licht reinigen, wie sie dich aufladen, wie sie dir Kraft geben, Zuversicht und unermessliche Freude. Erlaube, dass dieses Licht dich vollkommen transformiert, dein Herz vollkommen befreit. Und nun siehst du, während du gesättigt bist, gestärkt und absolut belebt, vitalisiert und inspiriert, einen wundervollen Lichttempel stehen, ein wenig fort weg von dir, wie Alabaster schimmert er. Und freudig gehst du darauf zu. Und auf einmal weißt du es ganz genau. Wenn du dort hineingehst, wirst du dir selbst begegnen, deinem schönsten Potenzial von dir, das du auf diesem Planeten, in dieser Inkarnation, in diesem Leben verwirklichen kannst. Hier wirst du deinen höchsten Potenzial begegnen, das für dich möglich ist, jetzt und hier, wenn du bedingungslos deinem Herzen folgst. Du wirst erkennen, was du wirklich brauchst, wer du wirklich bist und wer du wirklich sein möchtest. Und so beflügelst du deine Schritte. Es ist, als wirst du magisch angezogen. Und während du durch einen wundervollen Garten gehst, der so üppig blüht, so wundervoll angelegt ist und doch so natürlich wirkt, gehst du nun auf diesen Tempel zu und du siehst ein wundervolles Tor, eine wundervolle Tür, die nur für dich ist, die ganz deinem Herzensraum, ganz deiner eigenen Schwingung und Frequenz angepasst ist. Schau hin, welche Farben, welche Symbole, welche Muster, welche Art von Tür ist es. Und du öffnest sie und betrittst einen wundervollen Lichtraum. Schau dir alles an, was dort ist. Schau dein Selbst, was dort lebt. Wie lebt es?
Was tut es? Welche Art von Leben hat es gewählt? Welche Arbeit beflügelt sein ganzes Wesen? Welche Menschen umgeben es? Und welche Art ist sein Bewusstsein? Und du erkennst, dieses wundervolle Wesen hat keine Begrenzungen. Dieses wundervolle Wesen manifestiert ganz leicht, was es möchte, jetzt in diesem Augenblick. Es kennt keine Zweifel mehr und keine Wut, keine Ohnmacht. Und es ist voller Liebe, denn es ist erfüllt von seiner eigenen Erfüllung und Wirklichkeit. Und weil es so erfüllt ist, ist es so unermesslich reich. Doch diese Reichtümer sind nicht die Reichtümer, die du gewöhnt bist. Ein schickes Auto, ein teures Haus, eine Flugreise, sondern diese Reichtümer sind Reichtümer des Herzens, des Geistes, der Beziehungen, der Schönheit, der Kreativität. Und der absoluten Freiheit. Und wenn du möchtest, so kannst du nun mit deinem Selbst ins Gespräch kommen. Frag es, was es gemacht hat, um dort zu sein, wo es jetzt ist. Und frag es, ob es einen Rat für dich hat oder eine Inspiration. Was immer es dir sagt, so bin ich ziemlich sicher, Geliebte. Es sagt dir, trau dich. Du hast all dies in dir. All dies ist schon in dir. Erlaube, dass es sich entfaltet. Habe den Mut, bedingungslos deinem Herzen und deiner inneren Führung zu vertrauen und zu folgen. Doch vielleicht möchtest du noch eine Weile mit deinem höchsten Potenzial verschmelzen, zusammen sein, dich mit ihm vereinen. Und während du mit deinem realisierten, höchsten Potenzial vereint bist, erkennst du, dass die Wirklichkeit, die von dort aus, von diesem Punkt aus auf dich wartet, noch wundervoller ist, als sie jetzt schon ist. Dass du ganz sicher mit dieser Realisation deiner selbst in der fünften Dimension angekommen bist. Und dass diese Realisation, Geliebte, von keinen anderen äußeren Umständen abhängig ist, sondern allein
von dir selbst, von deiner Verwirklichung, von deiner inneren Freiheit, deinem tiefen Vertrauen in dich selbst. Und Geliebte, ich lade dich ein, immer wieder hierher zu kommen und dich mit diesem Selbst von dir zu vereinen, bis du es in deine physische Realität manifestierst hast. Lerne zu vertrauen. Lerne, dich zu befreien. Und ich, Samuel, bitte dich nun, für diesen Augenblick dich zu lösen aus dieser Vereinigung. Doch jedes Mal, wenn du es wieder tust, wird ein Stückchen mehr von diesem wundervollen Wesen, das du bist, in dir bleiben und dich ausdehnen in diese Größe, die du nun erfährst und erfahren hast. Doch nun gehen wir zurück. Doch du weißt, dass dies jetzt Wirklichkeit ist, dass dieser Raum existiert, dass dieses Wesen, das du bist, schon existiert. Es ist in dir. Es wartet nur darauf, dass du es aus den begrenzenden Überzeugungen, aus all deinen Konditionierungen befreist und immer wieder deinem Herzen folgst und deinen Verstand zur Ruhe bringst. Dein Verstand muss lernen, dir zu dienen, wenn es nötig ist. Denn für bestimmte Dinge ist er nötig. Und sich zurückzunehmen, wenn dein Herz sich ausdrücken möchte. Atme noch einmal tief ein, diese herrliche Luft. Fühle noch einmal diesen wundervollen kristallinen Sand unter deinen Füßen. Lass noch einmal das Licht dich umspülen und das Meer deine Füße küssen. Bevor du den Raum deines Herzens verlässt, für diesen Augenblick, doch niemals für immer. Und wieder mit deinem Gewahrsein, mit deinem bewussten Sein zurück in deinen Körper schwingst, in deinen Kopf, in deine physische Realität. Und sprich mir nach. Ich bin. Ich bin die Liebe. Ich bin das Licht. Und ich bin frei.
und ich, Shamul, liebe dich unermesslich und segne dich mit den Worten Anio Hevet Odrach. Und so ist es. Thank you.